ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Schlüsselanhänger selbst malen könnt. Ich zeige euch, welches Material ich dafür gekauft habe, welche Farben ich benutze und ich gebe euch auch Tipps und Tricks, weil es natürlich nicht immer einfach ist, auf so eine kleine Oberfläche zu malen. Da muss man auf verschiedene Sachen achten. Ihr werdet exakt dieses Motiv zu sehen bekommen, Vorder- und Rückseite, aber auch noch einen zweiten Schlüsselanhänger in Lila, sodass ihr, wenn ihr das nachmachen möchtet, dann ein Pärchen von zwei Anhängern habt. Ich habe meinen zweiten in Lila schon verschenkt, aber ihr wisst ja, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So habe ich beispielsweise auch schon ein anderes Set gemalt mit grüner und gelber Farbe. Jeweils Vorder- und Rückseite. Und ich finde, das ist einfach ein schönes, kleines Geschenk, was man immer mal zu Hause haben kann. Das kann ein Geburtstagsgeschenk sein für eine liebe Freundin oder auch einfach nur mal ein Dankeschön für jemanden, der einem wirklich gerade geholfen hat. Es ist auf jeden Fall etwas, was nicht jeder hat und natürlich ist handgemacht immer das Beste. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt sehr gerne dran, lasst mir ein Abo da und wenn euch das interessiert, welche Farben ich genau benutzt habe, dann schaut unten in die Infobox, denn dort habe ich wie immer alles reingeschrieben, was ihr braucht. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und nachher auch viel Spaß beim Malen. Ich habe mir hier als erstes ein Bastelset mit Schlüsselanhängern günstig gekauft. Das sind, glaube ich, 6 Stück für 2 Euro im Billigladen. Muss ich gestehen, habe ich keinen großen Aufriss gemacht. Und das sind also so kleine Holzplättchen. Die sind nicht dicker als 1-2 mm vielleicht. Und da ist auch schon ein Schlüsselring mit dran gewesen. Den habe ich jetzt natürlich zunächst mal abgemacht, damit ich das richtig schön bearbeiten kann. Als erstes grundierst du dir das mit der Farbe deiner Wahl. Ich habe jetzt hier schwarz gewählt, ja, weil ich einfach möchte, dass die Farben dann richtig rauskommen. Und auch da habe ich das ordentlich verteilt mit einem Schwammstift, damit ich also keine Pinselstriche habe. Und wenn das schwarz getrocknet ist, dann wird das schon ein erstes Mal versiegelt mit dem Mod Podge, damit ich nachher kleine Fehler auch besser wegwischen kann, damit das nicht gleich ins Holz einzieht und dann kann ich nichts mehr tun. Ich mische mir 6 verschiedene Farben, und zwar 3 Blautöne und 3 Lilatöne, jeweils von hell nach dunkel, bis mir das gut gefällt. Zum Mischen des Blaues brauche ich eine Farbe, die heißt Summer Haze, das ist das hellste, dann Aqua, das ist ein Türkiston, Castaway und Ultramarinblau und die beiden Violetttöne, die ich zum Mischen benutze, die sind von Martha Stewart und heißen Violet Hortensia und Plum, also Pflaume. Und wenn dir das jetzt nichts ist, dass ich das einfach erzähle, dann schau gerne unten in die Infobox, da steht das alles genau drin. Wenn du dann deine Farben fertig gemischt hast, starte ich hier bei der Vorderseite des einen Schlüsselanhängers mit einem Mittelpunkt in ganz dunkelblau und setze darum mit dem hellsten Blau eine Runde ganz kleiner Punkte. Nimm dafür gern das kleinste Werkzeug, was du hast, oder auch einen Zahnstocher. Wenn ich die zweite Runde mit dem mittelsten Blau rundherum gegangen bin, dann verwende ich hier eine Stopfnadel, um die feinsten Punkte zu machen, die mir möglich sind und gehe da mit dem dunkelsten der 3 Blautöne nochmal oben dazwischen am oberen Rand und fülle diesen winzig, winzig kleinen Zwischenraum mit feinen Punkten. Danach nehme ich die dicke Seite meines grünen Werkzeugs und setze hier zunächst mal das Kreuz oben, unten, rechts, links und dann in die Diagonalen jeweils noch einen Punkt. Ihr kennt das schon, das ist die Technik, die ich immer die Uhr nenne. Damit man einfach gleichmäßig arbeiten kann, sollte man also nicht der Reihe nach punkten, sondern wirklich immer gegenüberliegend über den Mittelpunkt hinweg schauen, damit das ordentlich wird. Ihr seht, bei mir ist das alles andere als ordentlich geworden. Zunächst mal war ich da gar nicht zufrieden, deswegen habe ich das weggewischt und nochmal neu. Und dann geht es eben jetzt erst weiter. Danach nehme ich das blaue Werkzeug, was ich habe, nehme dort aber auch die dickere Seite von den beiden Enden und gehe in mein dunkelstes Lila hinein und fülle da den Zwischenraum zwischen den hellblauen Punkten. Die Stopfnadel brauche ich auch hier, denn ich nehme jetzt das hellste Lila, was ich habe. Das ist so ein ganz leichter Fliederton und setze dann an den oberen Rand der dunkellila Punkte nochmal 2
helle, damit ich also einen ordentlichen Abschluss habe. Nun ist das Mandala sehr klein und vor allen Dingen ist auch euer Untergrund sehr klein. Ihr müsst also immer, wenn ihr punktet, schauen, wie viel Platz habe ich noch zum Rand dieses Holzplättchens, damit ihr immer schön mittig bleibt. Weil hier könnte das dann schnell passieren, dass ihr einen Punkt setzt und seid rechts schon am Rand vom Plättchen angekommen, aber links habt ihr noch 3 mm Platz und das sieht natürlich dann gar nicht mehr schön aus. Also immer dort ein bisschen gucken, so kann man auch mal leicht die Größe der Punkte rechts und links variieren und damit aber die Gleichmäßigkeit immer wieder ausbügeln und herstellen, wenn man mal unterwegs irgendwie ein bisschen ja, die Symmetrie verloren hat, sage ich mal. So, es folgen etwas größere dunkelblaue Punkte genau über den hellblauen Punkten und die werden jetzt mit ganz kleinen Zahnstocherpunkten in hellblau umrandet. Tatsächlich könnte das euch auch vor ein Problem stellen, weil ihr müsst ja das Holzplättchen irgendwie festhalten. Also ich habe das hier nur ganz, ganz zart in der Hand. Am liebsten lasse ich das einfach so liegen, ohne es festzuhalten, weil du sonst in die Farbe reinmatschst. Alternativ kann ich dir hier empfehlen, an dieser Stelle lass es erstmal trocknen, bevor du jetzt diese lila Tränen malst. Auch dafür nehme ich einen Zahnstocher. Ich gehe vielleicht 2, 3 Mal in das Lila hinein und mache mir einen schönen dicken Punkt am oberen Ende. Und mit dem Zahnstocher ziehe ich diesen Punkt dann Richtung Mitte heraus und erzeuge einen gleichmäßigen Tropfen, der sich dann verjüngt zur Mitte hin und auch einfach von alleine dann aufhört. Und da braucht ihr nicht mit dem Nachlassen von Druck arbeiten. Das passiert ganz von alleine. Trotzdem auch immer da die Achse im Blick behalten, dass ihr rechts, links, oben, unten und dann die Diagonalen fertig macht. Ja, damit es einfach schön gleichmäßig wird und auch die Punkte zwischeneinander und die Tränen zwischeneinander möglichst den gleichen Abstand haben. Danach gehe ich in das mittlere meiner Lila-Töne und umrande diese senkrechten Tränen hier noch mit 2 gekrümmten rechts und links. Auch dort nehme ich den Zahnstocher. Wenn ihr da keinen habt, dann könnt ihr euch natürlich einfach ein Holzstäbchen ein bisschen anspitzen, also zum Beispiel so Schaschlikspießer. Die sind vorne nicht ganz so spitz, aber wenn man da vielleicht mit dem Küchenmesser das ein bisschen anspitzt, geht es auch. Ich glaube auch, dass eine Stopfnadel sehr gut funktioniert. Eine Nähnadel vielleicht nicht, da ist die Spitze tatsächlich zu spitz. Das habe ich schon mal probiert, das hat nicht so super gut geklappt. Ich wollte jetzt noch einen richtigen Abschluss haben, deswegen fülle ich diesen verbleibenden Zwischenraum oberhalb der dunkelblauen Punkte nochmal mit 3 gleich großen helllila Punkten und dann muss ich das trocknen lassen. Ich kann es sonst nicht mehr anfassen und das würde alles verschmieren. Wenn das also vielleicht in einer halben Stunde oder so schon ganz gut getrocknet ist, kannst du mit der zweiten Runde der Punkte starten. Ich gehe hier in das mittlere der Blautöne und setze auf die inneren hellblauen Punkte noch einen obendrauf. Und gehe dann in das hellere Blau und setze auf die dunkelblauen Punkte noch einen drauf. Ganz zum Schluss setze ich mit dem mittleren Blau noch einen Zentrumspunkt auf den ganz großen dunkelblauen Punkt in der Mitte. Und dann musst du mal selbst entscheiden, wann es sozusagen für dich Schluss ist und wann nicht. Zugegebenermaßen, ich hätte vielleicht hier ein bisschen eher aufhören sollen, aber ich habe mich hier dafür entschieden, nochmal mit helllila auf das dunkellila drauf zu gehen und selbst die Tränen ganz am Rand bekommen bei mir auch noch einen zweiten Anstrich, indem ich da mit dem feinsten Werkzeug, was ich habe, nochmal mit helllila auf dunkellila male und mit dunkel auf mittellila, sodass hier fast jeder Punkt also auch nochmal einen zweiten obendrauf gekriegt hat. Und dann lasse ich das erst trocknen und bin fertig. Während das erste Mandala trocknet, können wir dann auch schon mit dem zweiten Muster anfangen. Aber ich sehe gerade, dass ich ja überhaupt noch nicht fertig bin, sondern ich gehe hier nochmal mit Hellblau auf eine der kleinen Punkterunden. Wenn ihr das auch machen wollt, achtet, wie hier zu sehen ist, darauf, dass ihr die Punkte nicht genau mittig draufsetzt, sondern Richtung Zentrumspunkt versetzt. Ja, dass die also wie so ein kleines nach innen blickendes Auge dann bilden. Darauf habe ich hier geachtet und jetzt ist das fertig. Das lassen wir gut trocknen.
In der Zwischenzeit habe ich hier dieses Muster auf ein anderes, auf einen anderen Schlüsselanhänger schon mal drauf gemalt. Drück kurz auf Pause und schau dir das Muster an. Dann kannst du auch das vorbereiten auf deinem zweiten Schlüsselanhänger. Und ich zeige dir jetzt hier nur, wie ich die zweite Punktrunde draufsetze. Das sind dieselben Farben. In allen Designs, die ich dir jetzt zeige, sind es dieselben 6 Farben, die wir gerade schon hatten. Und ich gehe hier also mit Mittellila auf die dunklen Punkte und mit Hellblau auf dieses dunkle Blau am Rande, wo ich also auch wieder solche Tränen gesetzt habe. Und mit ganz, ganz hellem Lila dann auch nochmal mittig dort eine Runde mit zweiten Punkten, die aber auch so Richtung Mitte blicken. Ja, also nicht ganz symmetrisch draufgesetzt sind. Das mache ich manchmal ganz gerne. Das kommt auch in großen Mandalas gut und dann kann man das auch so lassen. Und die beiden Hälften sozusagen, die müssen jetzt wirklich erstmal gut trocknen. Denn bevor du die Rückseite machen kannst, ja, also du musst die ja dann umdrehen. Und wenn die dann nicht 100% trocken sind, dann wirst du dir alles verwischen. Deswegen lass die über Nacht liegen und mach erst am zweiten Tag und am zweiten Abend die Rückseite. Ihr seht, meine Hand sieht natürlich aus und meine Finger auch und eure werden das sicher auch, weil es wirklich nicht einfach ist, auf so ein kleines Plättchen zu punkten. So, das ist also jetzt hier die erste Rückseite. Es sind immer noch dieselben 6 Farben. Ich habe mir die über Nacht abgedeckt mit einem feuchten Küchenpapier, habe nochmal vorm Schlafengehen, ich sag mal, ordentlich drauf getropft, dass das wirklich feucht ist und dann hält es über Nacht und trocknet nicht ein, sodass man da gut weitermachen kann. Das ist also eine Möglichkeit, seine Farben da feucht zu halten, wenn man mal längere Zeit wartet, bis das weitergeht. So, wir machen hier anders, die Farbreihenfolge andersrum. Wir starten in der Mitte mit einem hellblauen Punkt und dann relativ dicht beieinander die erste Runde darum mit insgesamt 8 Punkten in Mittelblau und füllen da die oberen Zwischenräume mit einem kleinen Pünktchen in Dunkelblau. Danach gehen wir mit dem dunkelsten Lila auch nochmal das Kreuz drumherum, also oben, unten, rechts, links und dann die Diagonalen. Achtet hier wieder schon gleich darauf an der Stelle, wie viel Platz habt ihr noch bis zum Rand. Und dann prüfen, ob ihr den lilanen Punkt vielleicht etwas größer oder kleiner setzt auf der einen oder anderen Seite, damit ja, ihr einfach das Mandala-Muster wirklich mittig da drauf setzen könnt. Als nächstes nehme ich mir hier wieder den Zahnstocher, das ist also ein sehr gutes Hilfsmittel bei so kleinen Oberflächen und mache die Technik der wandernden Punkte an der Stelle. Ich beginne also oben und ohne nochmal in die Farbe einzutauchen, punkte ich dann bis nach unten, bis an den Fuß dieses Punktes herum und das hat dann den Effekt, dass die Punkte nach unten hin immer kleiner werden und das passiert auch ganz von selbst. Wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, dann üb das vielleicht kurz auf einem, ja, auf einem schwarzen Papier oder nimm so einen Stein, den du gefunden hast und nimm den als Übungsstein und mach das da mal zweimal und dann wirst du schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert. Die erste Runde wandernde Punkte ist also auch wieder mit Dunkellila passiert und die zweite mit dem mittelsten der Lila-Töne. Dort dazwischen kommen dicke, kräftige Tränen in Helllila. Ich setze mir da also einen relativ großen Punkt. Ja, wenn ich sage relativ großen Punkt, das ist natürlich bei dem Mandala immer noch ziemlich klein, also was denke ich mal, vielleicht 3 mm sind das und dann ziehst du mit der Stopfnadel dort die Träne zur Mitte hin heraus. Ich lasse zunächst mal hier einen Zwischenraum frei und bewege mich mit meiner Stopfnadel, mit der ich auch jetzt hier diese kleinen Wischer mache, dreieckig, sage ich mal, Richtung Außenrand. Ja, ich mache das also nicht direkt von rechts nach links, sondern ich gehe immer ein kleines bisschen nach oben weg, dass das eine leichte Dreiecksform bekommt. Das mache ich mit Hellblau und dort dazwischen setze ich dann auch noch einen etwas kleineren hellblauen Punkt. Der wird ungefähr einen Durchmesser von 2 mm haben, denke ich, wenn überhaupt. Ich habe es gar nicht mehr live jetzt vor mir liegen, weil das ist der, den ich schon verschenkt habe. Nur noch den anderen neben mir. So, und dann habe ich gedacht, na gut, dieser Zwischenraum ist mir ein bisschen groß. Ich möchte den füllen und habe das getan, indem ich hier mit Helllila sozusagen die dritte Runde wandernde Punkte
den dunkellilanen Punkt im Zentrum herumgehe. Damit schließt sich die Lücke etwas und ich habe gleichzeitig auch einen Farbgradienten erzeugt von dunkel zu hell innerhalb eines Blättchens, was dann hier erzeugt wurde. Ich setze außerdem ganz am Rand als Abschluss drei wandernde Punkte nebeneinander. Also ich gehe von groß nach klein, aber ohne dass ich in die Farbe nochmal eintauche, sondern es passiert auch ganz von selbst. Und dann müsst ihr das wieder etwas trocknen lassen. Ihr seht, bei mir ist es noch ein wenig glänzig. Die kleinen Pünktchen am Rand, die trocknen natürlich sehr schnell. Damit konnte ich das jetzt wieder anfassen. Und da ich natürlich immer nicht warten kann, das wisst ihr, bin ich dann gleich da drauf gegangen. Mit Mittellila auf Dunkellila. Dann nehme ich mir meinen kleinen Springerpinsel. Diesen kurzen allerdings, der lange wäre jetzt fehl am Platz. Und versuche mit diesem Pinsel eine zweite Träne auf die dicken Tränen in Hellila drauf zu machen. Tja, nun ist es entweder so, dass ich dort einen talentfreien Tag hatte. Ich tendiere eher dazu, dass ich zu ungeduldig war, denn die Tränen in Hellila sind noch nicht ganz trocken. Und dadurch ist das hier nicht besonders schön geworden. Denn hätte ich gewartet, bis die trocken sind, hätte ich einfach ein normales Punktwerkzeug nehmen können. Und da wäre das kein Problem gewesen. Ich denke, dann hätte das sauberer ausgesehen. Ich lasse das erstmal trocknen und mache in der Zeit die doppelten Punkte weiter. Und zwar setze ich auf den hellblauen Punkt ganz außen einen in Mittelblau und auf die mittelblaue Runde im Zentrum des Mandalas einen hellblauen Punkt und auf die dunkelblauen Punkte in den Zwischenräumen in der Mitte setze ich einen mittelblauen Punkt. So, dann geht wirklich nichts mehr, dann ist alles voll und alles doppelt bepunktet und ich lasse mein Mandala jetzt weitestgehend trocknen. Ihr seht, dass mich diese doppelten Tränen sehr gestört haben, was mich dazu veranlasst hat, hier nochmal mit dem hellen Lila-Ton das ordentlich sauber zu machen. Habe ich hier für euch mal rangezoomt, also ich habe mir da wirklich ganz sehr Mühe gegeben, das also hier nochmal ein bisschen nach innen zu verjüngen, dass das eben nicht so klecksig aussieht. Jetzt mag sich der ein oder andere beschweren, ja, das ist doch dann keine Kunst mehr, wenn du überall dreimal drüber gehen musst. Ich gebe zu, das ist mir ziemlich egal. Ich möchte, dass das am Ende ordentlich aussieht. Und dann lasse ich das also ordentlich trocknen und habe dann hier beide Muster. Ihr seht, das vierte Muster wäre jetzt hier wieder was zum Pause drücken, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Das ist nicht ganz so schwierig, da habe ich einfach mehrere Runden hintereinander immer in die Zwischenräume gesetzt und dann kam da auch was ganz Hübsches raus hier. Das ist das hier, was wir noch nicht zusammen gemacht haben. Ich versiegle jetzt meine Schlüsselanhänger. Alle mit Mod Podge und zwar alle, also ich muss wirklich sagen, doppelt und dreifach, denn sie müssen ja irgendwie auch mal eine Handtasche standhalten, ne, in denen man dann den Schlüssel reinwirft, dass das Muster eben nicht gleich sofort zerkratzt. Und versucht dort also auch in dieses eingebohrte Loch das Mod Podge mit rein zu pinseln, damit ich also möglichst alles versiegelt habe. Auch da müsst ihr zwischendurch immer wieder die Seiten trocknen lassen. Ihr müsst auch also wirklich diesen Umkreis, diese Seitenkante von dem Schlüsselanhänger müsst ihr auch extra versiegeln, bis also wirklich alles richtig schön geschützt ist. Und dann habe ich mir hier extra solche Schlüsselkettchen besorgt, denn ich mochte das nicht, so wie das ausgesehen hat, einfach nur den Schlüsselring. Ich wollte das gerne, dass das ein bisschen länger ist und dass das da am Schlüssel baumeln kann. Ihr braucht dazu wieder eins, zwei Zangen. Hier der erste Versuch bei mir, ja, das sieht nicht ganz so super geschickt aus, das ist mir noch zweimal abgefallen. Aber beim zweiten hat es dann schon direkt besser funktioniert. Ich nehme mir also eine Zange, biege das Vorderstück auf, führe das dann durch das Loch durch und biegt das dann einfach wieder zu. Das ist wirklich nicht schwer, muss man zweimal gemacht haben. Und dann seid ihr fertig und eure Geschenke sind fertig. Und dann könnt ihr das an euren Schlüsselbund dran machen oder in einen kleinen Briefumschlag stecken und eurer Freundin schicken, einfach zwischendurch. Und sie hat ein ganz hübsches Geschenk von euch bekommen und hoffe, dass euch das also auch gut gefallen hat. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Malen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also, bis bald. Ciao, ciao.